Endlich kommt der Sommer wieder, wir freuen uns, wir knien nieder. Die Vögel singen auf den Bäumen, Mädchen tragen kurze Röcke. Das ist schön für alte Säcke, die können dann ein bisschen träumen. Alle wollen ins Schwimmbad gehen, barfuß auf der Wiese stehen, mit einem Fuß im Hundehaufen. Jedes Jahr ist es das Gleiche, überall entblößte Bäuche. Mein Schatz, ich gehe jetzt Eis kaufen. In diesem Sinne, liebe Zeitreisende, euch einen schönen Sommer 1918. Herzlich willkommen zur 89. Folge von Vor 100. Hier sind der Luis und der... Und Steffen, hallo liebe Zeitreisende. Und wir haben heute den 16.06.2018 und wir haben, Steffen... Vor 100 Jahren den 16.06.1918. Wer hätte es gedacht? Ja, und wir haben eine neue Folge in dieser Sendungsreihe. Die Folge ist aufgebaut wie folgt. Zuerst haben wir, Steffen, die Themen von heute vor 100 Jahren. Nein, wir haben die Hausmeister-Themen, begrenzt auf 2 Minuten, weil Podcaster gerne über sich selber reden, begrenzt durch Steffens heißgeliebte Eieruhr. Und danach, Steffen, reden wir über... Die Themen von heute vor 100 Jahren. Genau, und danach kommt der Totholzteil. Ich habe den Harry Graf Kessler mitgebracht und Steffen, was hast du mitgebracht? Ich habe diesmal nichts mitgebracht, denn Forgotten Voices ist noch nicht im Juli angekommen. Dann gibt's nur Harry Graf Kessler. Dafür machen wir zum Schluss der Folge, werde ich noch Impressionen aus Verdun einspielen, weil dort war ich. Genau. Gut, ich würde sagen, kommen wir mal zum Hausmeisterteil. Ich stelle die Eieruhr. Genau. Steffen liebt seine Eieruhr. Genau, also das sind ja 2 Minuten und die Zeit läuft. Okay, Thema Nummer 1, ich war in Verdun, dazu kommen wir aber später. Thema Nummer 2, wir sitzen uns heute nicht gegenüber. Wir sind verbunden durch das Internet, dieses Internet. Ja, weil ich bin in Hannover beruflich und Steffen ist in Berlin. Auch beruflich. Wir können auch sagen, dass ich in nächster Zeit sehr viel unterwegs sein werde. Und da wird sich so eine Remote-Sitzung, wird sich vielleicht nochmal wiederholen. Genau. Dann gut. Hat der Peter uns einen Kommentar gegeben, Steffen. Ja, was hat er denn geschrieben? Er hat sich bedankt für deinen Verweis auf den Uhrenabgleich. Naja, stimmt. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht mehr den Zusammenhang, aber ja, ich hatte irgendwie so ein Zitat oder eine Anspielung auf Jesse Parker, glaube ich, gebracht. Genau, das war das. Da hat er sich sehr gefreut. Dann möchte ich noch darauf anwenden, es gibt vom SWR ein Archivradio, eine sehr schöne Sendungsreihe, wo sie alte Archivaufnahmen auf Tonbändern oder auf Schallplatten zu einem Podcast zusammenschneiden. Und da gibt es eine Aufnahme über den Ersten Weltkrieg. Wir werden das verlinken. Sehr gut. Es geht über 1 Stunde, alles Originalaufnahme, was ich, Neujahrsbotschaft an die 2. Armee oder Aufruf des österreichischen Ministers für Landesverteidigung. Oder die haben auch damals schon Satire-Lieder gehabt, wo sie sich über den preußischen schnarrenden Monokel-Offizier lustig machen. Sehr gut. Werden wir verlinken. Genau. Und das waren jetzt auch schon die 2 Minuten Hausmeister-Themen. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir mit unseren Hauptthemen. Gut. Richtig? Ja, das machen wir. Ja, Luis, was war denn so vor 100 Jahren so los? Ja, und zwar interessanterweise gibt es eine Verschärfung der Tabakgesetzgebung. Mhm. Und zwar, es ist jetzt verboten, dass Jugendliche unter 16 Jahren rauchen. Oh, die armen Jugendliche. Weißt du, da hast du schon so ein hartes Leben vor 100 Jahren im Deutschen Reich. Kartoffeln sind teuer, Fleisch ist teuer, gibt kaum Würste. Und dann darfst du noch nicht mal rauchen, wenn du unter 16 bist. Ja, ist schon, ne? Und 60 Mark bei Strafe. Dann haben wir in Ostpreußen, das heutige Kaliningrad, dort haben wir interessantes Wetter für so einen Juli. Das deckt sich auch nicht mit dem Wetter von heute. Nämlich, schätz mal, wie kalt ist es denn in Ostpreußen in der Zeit von vor 100 Jahren? Also wenn du sagst, es ist sehr, sehr kalt, dann würde ich jetzt mal sagen, so 10 Grad.
0 Grad stellenweise. 0 Grad. Im Juni. Boah, das ist ja ordentlich. Ist auch schon eine frische Brise, die da ist, ne? Ja, ist auch gut für die Ernte. Ja, oh ja, die geht ja ein. Ich meine, ist ja nicht so, dass man wenig zu essen hätte, ne? Da kann man auch mal ruhig auf eine Ernte verzichten. Genau. Oh Mann. Also ich möchte echt nicht vor 100 Jahren gelebt haben. Ja, absolut, ne? Ernte und China, die haben noch die gleiche Anzahl an Buchstaben, ne? Apropos China. Was eine goldene Brücke, Luis, Wahnsinn. Ja, und zwar in China werden die alle dort lebenden Deutschen ausgewiesen. Und zwar, schätz mal, wie viele Deutsche waren vor 100 Jahren in China? Okay, also China, ein sehr großes Land, viele Leute, die dort leben. Und Tsingtao, ehemalige deutsche Kolonie. Stimmt, Tsingtao war eine genau, da gibt es auch immer noch das Bier. Ja, also es gibt da schon einige. Vielleicht ein paar Tausend. 10.000. Ja, das ist schon ordentlich. 10.000 Deutsche. Und die werden in Australien interniert. Also Moment, da leben welche in China und die müssen jetzt das Land verlassen und kommen dann in eine ehemalige britische Strafkolonie. Ja. Ja. Okay. Ich wollte es dir mal gesagt haben. Hat so ein bisschen was von diesen Tschechen, die transsibirische Eisenbahn besetzen. Ja, stimmt. Ungefähr den Moment haben wir jetzt auch. Ja. Und genau, und dann kann man noch sagen, dass die deutsche Frühjahrsoffensive noch am Rollen ist, mit Pausen. Und das war jetzt die kurze, knappe Version der Ereignisse aus der Zeit von vor 100 Jahren. Und Steffen, wärst du bereit, in den Totholzteil überzugehen? Das können wir gerne tun. So, der Totholzteil kommt heute von einem Duo, was diesmal nicht Steffen und Luis ist, sondern Luis und Harry. Ja, Harry, die alte Eule. Ja. Genau, alte Eule Harry. Der James Bond aus der Zeit von vor 100 Jahren, etc., etc., etc. Wer kennt ihn nicht? Steffen kennt ihn schon mal. Ja, den 1000 Sasser. Jo, der war in der Schweiz, reist aber nach Deutschland. Okay, also in den letzten Wochen war er sehr, sehr lange wieder in der Schweiz. Das hat mich schon gewundert, weil so ein Harry Graf Kessler, der ist doch eigentlich nur am Rumreisen. So ein Harry Graf Kessler heute, der würde auch einfach mal für mehrere Wochen mit der transsibirischen Eisenbahn fahren. Ja, das ist wohl wahr. In der Tat habe ich dies vor. Ja. Ja, jedenfalls. Er berichtet über das Alarm der deutschen Offensive. Ah, ich bin nicht hier ganz durcheinander. Und er philosophiert über die Kriegsziele. Er sagt, dass die Westmächte das Kriegsziel haben, Macht politischer Art, und zwar, Zitat, die Vernichtung der Militärmacht Deutschlands. Wilson, der dieses Ziel am reinsten und radikalsten verfolgt, will es verwirklichen und sicherstellen, indem er eine andere Militärmacht an die Stelle setzt, die sogenannte Polizeitruppe des Staatenbundes. Mhm. Und seine Schlussfolgerung aus diesen und noch ganz vielen anderen Gedanken, die ich überspringe, ist, und zwar, er nimmt die Glaskugel, ja? Harry Graf Kessler hat eine Glaskugel und er sagt, wie er denkt, wie der Krieg ausgehen wird. Ja, und wir wissen, dass Harry Graf Kessler echt gut ist im Lesen der Glaskugel. Ja. Das interessiert mich jetzt. Was sagt er denn vor 100 Jahren? Genau, und zwar, er sagt, ein Kriegsende ist vor der nächsten Präsidentenwahl in Amerika vor Herbst 1920 unwahrscheinlich. Zitat. Dagegen darf man annehmen, dass, wenn man die Intervention Amerikas auch fernerhin bis Herbst 1920 erfolglos bleibt, dann die Präsidentenwahl um den Frieden gehen und einen Friedenspräsidenten an die Spitze bringen wird. Dann wird Wilson wahrscheinlich versuchen, einen Nachfolger zuvorzukommen und noch selber den Frieden abzuschließen. Daher rechne ich, dass bei normalem Verlauf des Krieges die Verhandlungen für einen allgemeinen Frieden im Winter 2021 stattfinden werden. Er ergänzt noch, jetzt kommt der entscheidende Punkt, die lange Dauer des Krieges kann Revolutionen hervorrufen, die ihm ein plötzliches Ende bereiten. Okay, naja, wenigstens 50% hat er schon mal richtig vorausgesagt, wobei das jetzt auch nicht so schwierig war, denn man hat ja erst letztes Jahr in Russland gesehen, dass so eine Revolution auch mal plötzlich kommen kann.
Also das, ich würde sagen, das kann er besser. Ja, das war für den Hallgraf Kessler relativ unspektakulär. Ich blätter hier gerade nochmal durch, was ich mir markiert habe. Ja, jetzt, das sind alles sehr, sehr lange Berichte, die ich jetzt an der Stelle überspringen würde wollen. Er berichtet noch ein Ereignis, und zwar am 16. Juni, und zwar heute zum Erscheinen dieser Folge, berichtet er vom Beginn einer Offensive in Italien. Und zwar die letzte Offensive der österreich-ungarischen Armee, der kaiserlich-königlichen Armee, der Armee des Habsburgerreiches, was es schon so lange auf dieser Erde gibt, in Österreich beginnt. Und es wurden 10.000 Gefangene gemacht. In Frankreich wäre jetzt... Insgesamt auf beiden Seiten? Oder? Nee, die Österreicher bei den Entente-Truppen. Und in Frankreich wäre jetzt mittlerweile Schlachtpause. Und er ist jetzt sozusagen gestern in Basel aufgebrochen. Und ist jetzt am Sonntag in Frankfurt angekommen. Und er berichtet in Deutschland, dass die Gerüchteküche brodelt. Ihm wurde zum Beispiel in Frankfurt erzählt, dass das Auswärtige Amt an einen Waffenstillstand innerhalb von 14 Tagen glaube. Das wäre natürlich Unsinn, sei aber aus seiner Sicht für die Stimmung bezeichnet. Tja, bis vielleicht doch mal so eine Revolution kommt, plötzlich. Ja. Ja, also ich möchte jetzt nicht spoilern. Wir merken, Revolutionen beenden Dinge. Genau. Gut, gibt es noch mehr von Harry Graf Kessler? Nein, das wäre jetzt für heute die Kurzversion von seinen Werken. Gut, dann ja, kurzer Totholz-Teil, aber interessante Voraussagungen von Harry Graf Kessler, der alten Eule. Wir haben noch zum Schluss noch ein kleines Thema, und zwar Louis war auf Reisen. Wieder mal. Wo war denn der Louis? Der Louis, der war in Verdun. Also der war in Frankreich in Urlaub und hat beim Fräulein den Antrag eingereicht, für 2 Tage nach Verdun fahren zu können. Ja, sehr romantisch. Und er ist durchgegangen, war haarig, hat aber funktioniert. Ja. Und da sind wir nach Verdun gefahren. Schlauerweise hatten wir keinen Mietwagen, weil jemand einen Führerschein vergessen hat. Ja, aber so eine richtige, weißt du, wenn man nach Verdun will, dann muss man auch so eine richtige Strapaze, muss man richtig Strapazen auf sich nehmen und auch mal so einen 5 Kilometer Fußmarsch hinter sich bringen. Ja, das war erstmal wieder mit einem Flixbus nach Verdun gefahren. Der hat dann eine Autobahn ausgesetzt, irgendwie 10 Kilometer vor Verdun. Dann haben wir getrampt und wurden dann nach Verdun von netten französischen Mutter mit ihrer Tochter mitgenommen, haben in der Innenstadt übernachtet. Ja. Für alle Magic-Spieler in Verdun gibt es einen sehr guten Magic-Laden. Jedenfalls, und dann haben wir da übernachtet, haben Wein gekauft und Wein getrunken und was man alles so macht in Frankreich und sind dann am nächsten Morgen aufgebrochen zu den Schlachtfeldern. Ja. Und sind halt ganz Verdun durchgelaufen. Ich glaube, da leben so irgendwie 50.000 Leute. Und in 20 Minuten konntest du vom Stadtzentrum zum letzten Gebäude laufen, sozusagen vor den Schlachtfeldern. Ja. Also ich Fort Douaumont zum Beispiel, eins der heiß umkämpftesten Brennpunkte, liegt 5 Kilometer vor der Stadt als Vergleich. Und Verdun liegt an der Maas. Ein sehr, sehr cooler Fluss. Ja, der ist schön, weil da drauf wird gerudert. Und es ist eine sehr alte Stadt, das merkt man, dass sie wirklich alt war, schon immer eine wichtige Festungsstadt. Ja, und dann steht man vor diesem Punkt und dann sind es, glaube ich, nur noch 5 Kilometer Straße bis zu dem Museum, wo dann alles losgeht, wo man alles sich erkunden kann. Und diese Straße hat keinen Fußweg, man kommt da nicht hin. Ja? Und wir standen dann eine halbe Stunde und haben versucht, dass uns jemand da mitnimmt, weil du kommst da nicht durch. Das ist dann auch schlagartig ganz schön gebirgig. Mhm. Ja? Und ich wurde auch dann gefragt von der Begleitung, warum man denn hier in diesen Bergen eine Schlacht führen würde. Das wäre total bekloppt, das wäre total unweglich. Da habe ich gesagt, ja. Und dann fing er an und hat bei 30 Grad Sonnenschein einfach mal die letzten 80 Folgen vor 100 abgespielt. Es waren auch 30 Grad, genau. Und es war wirklich, ist wirklich auch heute noch ein sehr unzugängliches Gelände, ja. Auch mit Bunkern besetzt. Und das war schon damals sehr überraschend, dass die Deutschen ausgerechnet da ihre Offensive gemacht haben. Ne? War ja auch die Ausbildungsstrategie, dass man hofft, hier der Gegner würde sich die Schlacht stellen und mehr verlieren als man selber und würde sozusagen dann von innen ausbluten. Das war ja der Plan. Und wir haben dann einen netten Malermeister gefunden, der uns hingefahren hat.
Am Eingang des Schlachtgebietes gibt es ein Museum, das ist sehr schön, sehr zu empfehlen, was den Schlachtverlauf nochmal erklärt, weil die ging ja mit monatelang, fast ein Jahr. Und dann zeigt die auch die einzelnen Phasen der Schlacht und die ganzen Requisitien. Und dann kann man sich das alles angucken. Und dann kann man dann die einzelnen Orte abfahren. Da gibt es zum Beispiel einen Schützengraben. Da sagt die Sage, dass durch Granateneinschläge der verschüttet ist. Und da haben nur noch die Bajonettspitzen der gestorbenen Soldaten rausgeguckt. Ja. Da kann man hin. Mittlerweile sind die Bajonettspitzen aber von Souvenirjägern verschollen. Was auch interessant ist, wenn man selber mal hinfährt, es ist relativ weitläufig. Also muss man schon 2 Kilometer von Ort zu Ort latschen, wenn man denn kein Auto hat. Alle hatten ein Auto, außer wir. Weil es gibt nur einen Touribus, der das dann so abfährt von Juli bis, ich glaube, August oder so. Im Mai gab es da noch keinen. Okay, also ja. Ihr hattet Doppelpech sozusagen. Da sind wir dann immer auf offener Straße, bei 30 Grad Sonnenschein, rumgelaufen. Ich war trotzdem total außen Häuschen, habe immer mit meinem Mikrofon überall rumgehalten und fand das total spannend. Da war auch wieder 50% der Belegschaft war vor Ort sehr glücklich. Das ist generell ein Phänomen, wenn man mit dir unterwegs ist, dass 50% der Anwesenden sehr glücklich sind. Sehr glücklich sind. Ich fand das wirklich irgendwie alles ganz witzig. Mir hat das Spaß gemacht. Ja. Und wir sind dann wirklich viel rumgelaufen, aber durch das Rumgelaufen haben wir auch viel entdeckt. Also zum Beispiel irgendwelche verfallenen Bunker, wo halt keine Touris waren. Ne? Hinter dem Museum, Stück für Stück, ist das Dorf Fleury. Das ist der Punkt, wo die Deutschen am meisten an Verdun selber dran waren. Da sind dann die ganzen Häuser markiert, die haben sie nicht wieder aufgebaut. Das ist ein Mahnmal an die zerstörten Dörfer der Schlacht, das waren mehrere. Und das ist schon irre, weil du läufst dann also durch und dann weißt du, hier stand die Bäckerei, da stand die Kirche und es ist nichts mehr zu sehen. Und man sieht auch noch, das Gelände ist so wellig. Ja? Man kann sich also einbilden, dass das sogar komplett zerschossen wurde. Zumindest war das mein Bild, was ich hatte. Vielleicht war das auch eine Zufall, das war schon immer wellig. Oder die haben das so gemacht, weiß ich nicht, aber es war sehr wellig. Einige Gräben waren noch zu sehen, weil die haben die mit Metall ausgebreitet damals im Ersten Weltkrieg. Die waren immer noch da, Schützengräben. Mhm. Und außerdem war ich noch im Fort Douaumont. Das werde ich auch alles nochmal nach diesem, was ich hier erkläre, nochmal einspielen und gucken, dass das nicht ganz so doppelt kommt. Und das Fort Douaumont ist sehr faszinierend. Da werde ich aber nochmal von Aufnahmen im Nachhinein was dazu erzählen. Genau, also es gibt O-Töne sozusagen, die du geliefert hast, die wir dann gleich noch abspielen werden. Zu dem einen möchte ich sagen, falls man mit Kopfhörern diese Folge hört, bei den O-Tönen vielleicht die Lautstärke etwas runterdrosseln aus Gründen. Ja, genau. Also weil ich war dem Fort drin und die haben einen Granatenanschlag simuliert, indem sie eine Metallplatte auf den Boden gefallen haben. Es war echt so laut, dass die Ohren, es war sehr laut. Ich habe mich echt erschrocken. Und ich war da drin bei 30 Grad. Ich habe mich da drin so gefroren und es war so kalt und düster. Also war auch eine schon interessante Erfahrung. Also das ist schon auch bedrückend. Da unten sind allein in diesem Fort, also ich bin halt auch alleine rein, weil es waren ja nur 50% der Belegschaft glücklich. hab dann da unten rumgeleuchtet, es war ganz schön kalt, kann ich sagen. Ist aber sehr, sehr schön. Es ist auch so eine schöne Wälder. Verdun selber hat mir gut gefallen. Ja, wir haben dann da auch das Champions League Finale geguckt, war auch gut. Ja. War nämlich gerade das Wochenende. Und da habe ich ein Bier ausgegeben bekommen vom Barkeeper, weil der meinte, ich würde aussehen wie Jürgen Klopp. Oh ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das stimmt jetzt überhaupt nicht. Ja, da gibt es Ähnlichkeiten, finde ich. Nee, finde ich jetzt nicht, aber das Bier habe ich genommen. In Frankreich sind das Bier teuer. Für so einen Franzosen, also wenn man für so einen Franzosen siehst du schon aus wie Jürgen Klopp. Also falls mal irgendjemand Bock hat, nach Verdun zu fahren, ja, ich habe ein Buch dazu mir gekauft, das kann ich empfehlen, ja, und gebe ich gerne Empfehlung aus. Ja, kann man echt machen. Kannst das ist mehr als 2 Tage muss man nicht, ja, und habt ein Auto. Tut nicht, macht es nicht so wie ich, ja, lernt von meinen Fehlern, holt euch ein Auto. Auto ist gut. Du kannst ja mal den Namen des Buches nennen. Genau, Spurensuche bei Verdun, Führer über die Schlachtfelder, im Jahr 2000 von Kurt Fischer. Ein sehr gutes Buch. Da wird sehr viel beschrieben. Und da sind auch noch ganz viele tolle Dinge beschrieben, die man mit einem Auto abfahren kann. Weil es ja ein sehr großes Schlachtfeld, wenn man ein Auto hat. Gut. Also, Quintessenz ist Auto und Zeit. Und vielleicht, auch wenn man im Sommer hinfährt, vielleicht ein kleines Säckchen mitnehmen für das Fort Douaumont.
Und wer sich für sowas begeistern kann, also die Zeit ist gut investiert. Also wie gesagt, ich fand das ganz interessant. Auch Verdun selber, so alte Gebäude und man kann dann schön an der Maas ordentlich Wein trinken und überall sind so kleine Antiquitätenläden, die dann irgendwelchen Krempel verkaufen. Also ich habe selber nichts gekauft, weil ich mag das nicht, mich mit so einem alten Zeug die Wohnung zuzustellen, weil das nimmt ja doch sehr viel Platz weg und staubt nur rum. Aber interessant, da mal durchzulaufen und zu stöbern. Ja. Und man kann, morgens ist auch ein schöner Markt mit schönem französischem Käse und Wein und Baguette und sowas alles. Schon toll. Sehr gut. Gut. So viel dazu. Dann. Es folgen noch meine Aufnahmen, die werden eingeblendet, die ich da vor Ort gemacht habe. Für die, die interessiert, der Rest kann jetzt schon abbrechen. Und wir wünschen euch schon viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Genau, und wie gesagt, den Ton etwas runterdrosseln aus Gründen. Ja, hallo. Jetzt habe ich in Verdun einige Originalaufnahmen aufgenommen und diese werde ich jetzt einspielen. Die überlappen sich mit dem, was ich gerade erzählt habe, bringen aber auch neue Aspekte. Die erste Aufnahme, die ich habe, behandelt von den Dorf Flory. Den Rundfang beginnt man mit einem Museum. Das liegt sozusagen vor dem Schlachtgelände, 5 Kilometer vom Stadtzentrum von Verdun entfernt. Und das Museum ist sehr zu empfehlen für Leute, die noch nie da waren. Die haben zum Beispiel dann noch eine große Schlachtfeld sich, wo dann die einzelnen Phasen der Schlacht dargestellt werden. Danach, direkt neben dem Museum, ist das ehemalige Dorf Flory, was komplett zerstört wurde. Und dieses Dorf ist der weiteste Vorstoß der Deutschen während der Schlacht vor Verdun. Und man sieht, wie knapp es war, weil Flory ist gerade mal 5 Kilometer von Verdun entfernt. Nach Flory kann man sich viele, viele verschiedene Ziele angucken. Ich würde jetzt auf das Hauptziel eingehen, und zwar auf das Fort Douaumont. Ja, hallo. Ich befinde mich hier im Fort Douaumont. Und dieses Fort ist mitten in, sagen wir mal so, es ist halt direkt bei Verdun. Aus heutiger Sicht in Frankreich drin. Nur wir hatten ja vor dem Ersten Weltkrieg die Situation, dass Elsass-Lothringen zu Deutschland gehörte. Und dieses Fort wurde schon 1870 zur Verteidigung der Grenze errichtet. Und es hat eine Fläche von 3 Hektar und eine Länge von 400 Meter. Und dieses Fort war eines der umkämpftesten Gebiete in Verdun. Hier prasselten, würde ich sagen, 800 bis 1400 Granaten täglich nieder. Ich habe am Anfang eine Aufnahme, wo eine Führerin einer Gruppe mal so einen Granateneinschlag simuliert hat. Das ist unfassbar laut. Das Fort hat auch mehrere Etagen. Ich bin jetzt hier unten im Keller. Hier ist es sehr feucht. Von den Decken hängen so weiße Dinger. Und hier bot das Platz für ungefähr 800 Männer. Aber in Spitzenzeiten sozusagen waren es bis zu 3500. Und am 25. Februar 1916 rückten die Deutschen an. Und sie nahmen es sehr überraschend, weil die Franzosen durch einen Fehler das Fort sozusagen leergeräumt hatten. Und es war ein wichtiger Beobachtungsposten, Bollwerk und es hat auch eine moralische Wirkung. Und es war, wie gesagt, heiß umkämpft. Ich habe mir schon mal die Gänge angeguckt. Es gibt Zigzag-Gänge, wo unterwegs mitten im Fort so Verteidigung Maschinengewehrpositionen auch enthalten sind. Dann gibt's die Stelle des deutschen Friedhofs, wo da gab's einen Unfall. Durch eine Explosion, wo 800 bis 900 Soldaten gefallen sind. Wie man sich im Fort fühlt, wenn man dort alleine durch die Gänge wandelt, davon handelt mein nächster Beitrag. So hört sich das Fort Douaumont heute an.
ein sehr merkwürdiges Gefühl. Man ist hier tief im Berg. Es ist sehr feucht. Es ist sehr kalt, obwohl oben 30 Grad sind. Man beachtet das Echo. Ich stehe jetzt hier alleine in einer Sackgasse. Es ist sehr dunkel. Ich gehe jetzt weiter und gehe zum Befehlsstand des Fortes Douaumont, einer der umkämpftesten Gebiete an der Schlacht von Verdun. Auch hier ist die Akustik sehr interessant. Es ist tief im Berg, wo sich die Soldaten vor dem Beschuss der deutschen Artillerie oder der französischen Artillerie, je nachdem, in welcher Hand sich das Fort befand, sich verstecken und beschützen konnte. Und ja, das ist ein sehr, sehr eigentümliches Gefühl, hier unten rumzulaufen, kann ich sagen. Dann gab es vor einem Moment, der sich am meisten für mich eingeprägt hat, und zwar, es gab eine geführte Gruppe von deutschen Rentnern, und die Führerin hat alle gewarnt und sie sagt, sie simuliert jetzt mal einen Granateinschlag. Und dann hat sie eine Metallplatte in den Bunker fallen lassen. Und dann meinte die Führerin, so hat sich das angehört, wenn eine Granate einschlägt. Ergänzung, davon gab es mehrere hundert am Tag und sogar noch mehr zu Spitzenzeiten. Hier ganz klare Warnung, das ist sehr laut. Bitte passt auf eure Ohren auf. Wir wollen, dass unsere Hörer ihre Ohren behalten. Notfalls nehmt die Kopfhörer kurz raus oder macht eure Lautstärkeleiter leise. Ich warne nochmal, in 7 Sekunden geht es los. Lautstärke leise machen, vorsichtig sein, gerade wer empfindliche Ohren hat. Jetzt kommt meine Aufnahme aus dem Fort Douaumont. Das war ein simulierter Bombeneinschlag von einer anderen Führung hier im Fort Douaumont. Ich hoffe, das ist irgendwie rübergekommen. Das war echt beeindruckend. Das war ganz schön laut. Zum Schluss, nach dem martialischen Granateneinschlag, zum Ausklingen dieser Folge, hört ihr jetzt, wie sich der Wald vor Verdun anhört. Ohne Mist, das ist eine Aufnahme, wie sich der Wald anhört vor Verdun. Ich wünsche euch viel Spaß von mir und bis zur nächsten Folge von Vor 100. Das ist der Klang. Das ist der Klang, das ist der Klang der Wälder vor Verdun. Das ist der Klang, das ist der Klang der Wälder vor Verdun.